Aber wenn du so einen ganzen Kürbiskuchen frisst, dann bist du, glaube ich, auch erstmal satt für ein Weilchen. Ach, das ist Erde. Da und da. Ich habe ja genug Pumpkin dabei. Ah, oh, Idiot. Pumpkin. Pumpkin. Pumpkin, 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 Pumpkin. So, hier erstmal alles abernten. Oh. Ja. Dann hier überall einmal draufhauen. Damit wir dann da Platz haben für unser Zeug. Da ist doch alles abgedichtet. Wie kam das jetzt da rein? Eins, zwei, drei. Ich glaube, wir können uns den ganzen Pumpkin da reinhauen. So. Das da hinten lasse ich dann, glaube ich, nochmal, weil wir müssen ja auch irgendwie unsere Viecher breeden für Zeug. So. Ist da hinten schon Pumpkin nachgewachsen? Nein, kein Pumpkin. Okay, kein Pumpkin. Warte mal, wie viel brauchen wir eigentlich noch? 2 Pumpkins müssen noch ihr Leben lassen. Die anderen dürfen dann verkokrisiert werden. Bam, tot. So. Vor allem, weil diese Crops sind auch so extrem nützlich, weil man dann mehrere Pumpkins rauskriegt und dafür nur ein Feld braucht. Für so normales braucht man ja zwei Felder. Und ihr wisst ja, Sap ist halt schwierig, immer so Pumpkin-Felder zu bauen, weil die dann einfach meistens viel zu groß werden müssen. Schade, dass man Flex nicht auch so anbauen kann. So, dann hat sich das auch geklärt. Gedorn. Ich werde jetzt mich jetzt komplett aushungern lassen und dann gucken, wie lange sowas, wie viel sowas hält. So Pumpkin Pie. Pumpkin Pie. Ich werde ja nicht drauf gehen, also. Da raus. Da rein. Fände es aber echt geil, wenn ich ein bisschen Redstone hätte, du. Silber, Gold. Obwohl, ich lasse erstmal, glaube ich, ein bisschen Gold durchlaufen. Ich wollte mir doch jetzt den Ranch machen, oder nicht? Doch, das ist der Electric Ranch. Brauche ich ein Circuit und eine Batterie und so viel Redstone habe ich auch nicht. Mom. Sprungwupp. Ach, vergessen. Pumpkin Pie. Jetzt hätte ich fast mein Experiment unterbrochen. Mich aus Langeweile zugestopft mit irgendwelchem Müll. Aber kann ich Kürbiskuchen essen? Hallo, Kürbiskuchen. Ah! Nee, doch nicht. Ich hätte echt gerne ein paar nützliche Items, wie zum Beispiel
Ein bisschen. Okay, jetzt wird's nervig. Jetzt muss ich doch einlassen. Okay, wir haben 4 Stück damit geheilt. 4 Keulen. Ich nenne es immer Keulen, ne? Stört auch keinen. Schade, dass man die Turtles nicht irgendwie hochspeeden kann. Das wäre echt geil. Den Turtle Speed Game, weißt du? Wie viel brauche ich noch mal? Ah, la la la. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Und 13. Ach, jetzt habe ich die 9 Kupfer auch verbraten, oder? Idiot! Das waren sowieso nur 8. So, wieder hoch. Den Kram da rein, den Kram da rein. Ich brauche Tin. Hab ich noch irgendwo so Tin? Echt schade. Muss ich mein Tin, was ich schon gebraten habe. Das wird auch weniger. Ach du liebe Güte, ich habe ja gar nichts mehr da. Jedenfalls 3. Okay, das kann noch ein bisschen dauern. Ja, kann es noch. Soll ich jetzt schon rausnehmen? Nee, es hat noch ein paar Sachen Zeit. So hektisch muss ich ja jetzt nicht machen. Ich bräuchte echt mehr Redstone. Nein, ich gehe nicht runter in die Mine. Der Ort ist mir so gruselig. Ich will hier oben bleiben. Aber wir werden doch sicher schon ein bisschen. Ah, Holz, es fällt Holz vom Wald, ja. Es fällt Holz ab wie Sau, das ist doch mal geil. Hat ja aber auch nicht lange gedauert, ne? So. Ja, ich wollte ja runtergehen und ein bisschen Zeug mitnehmen. Jetzt, wo die einmal wiedergekommen ist mit dem Inventar voller Cobblestone. Hat die nicht nur ein 3x3 Inventar? Ich dachte. Seltsam. Kann ich auch irgendwie Redstone machen? Ist echt schade. Som 8 Notblock. Lol. Aus Scrapbox kann das rauskommen. Aber sonst nicht. Ach, komm schon. Alles andere kann man doch auch mit Yu-Yu-Matter machen. Nicht mit Yu-Yu-Matter, sondern mit so einem Stone, Minimum Stone. Cobblet in die Fresse. Mich würde mal interessieren, wie viel ich jetzt schon aufgenommen habe. Okay, ich guck mal kurz nach, ne? Okay, ich darf nicht mehr so viel schreien, ist mir gerade aufgefallen. Und ich darf mich auch nicht so hinsetzen. Ich darf nicht mehr so viel schreien, ist mir gerade aufgefallen. Weil wenn ich schreie, dann übersteuert das voll. Ach, mal krass. So. Okay, dann würde ich sagen, ich habe total die Peilung verloren.
Ja, ich kann mal gucken, ob hier Kürbis. Die sind schon gewachsen. Das heißt, ich habe wieder 5 Kürbis und die anderen, die sind jetzt auch voll und die können dann wachsen dann nochmal richtig geil nach. Und dann stelle ich erstmal einen Kürbis vor meine Tür, weil muss ja. Ich meine, stell dich vor eine Tür ohne Kürbis davor. Meine Güte. Ich spreche kein Deutsch mehr. Nein. Kann ja jeder. Ich spreche jetzt Albanisch. Dämliche Hühner. Ja, ich muss ganz dringend zur Tür laufen, weil ich so scheiße bin. Damit ich am besten rausrennen kann und dann mit in die Freiheit und so. Aber das ist geil, dass ich jetzt eine Sugarcane Farm habe, damit die dann so richtig. Hammergeil, das bringt mir jetzt gar 17. Wie habe ich noch mehr Zucker? Ich habe keinen Zucker mehr, oder? Noch mehr Pumpkins. 32. Das heißt, ich brauche jetzt einen Stack. Hälfte davon packe ich wieder rein. Oh. Werden hier wieder 32 Stück zu Zucker. So, und das kommt da rein. 38 Pumpkin Pies, Junge. Ich meine, Pumpkin Pie, das ist so ziemlich das Beste, was man ja. Ich wusste gar nicht, dass Pumpkin Pie so geil ist. Also, wenn ihr jemals ein Survival macht und ihr irgendwann mal Hühner findet und eure Sugarcane Farm anläuft, dann holt euch Pumpkin Pie. Das lohnt sich richtig, richtig immer. So. Schreibe ich dann auch noch meinem ABFF Gronkh, dass er das dann mal, dass er sich auch Pumpkin Pie holt, auf jeden Fall. 18, das ist auch ganz schön viel, du. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel. Lol, mach gar keinen Sound mehr. So ein Scheiß. Los, 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 Beilung, 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 Beilung. Hey. Cool. 3 Stück, oder? 3 Stück? Ach, ich habe ja hier die Dinger. Ja, ich weiß. Ich bin doof. Warte mal, das kann ich auch hier machen, oder nicht? Große Dust. Komm, 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 komm. Ah. Gib es mir. Oh ja. ich muss es zuerst mit der Hand vermengen. Große das. Und wir haben El Imba French noch nicht. So, das heißt, El French kommt hier rein. Dann kommt mit einem Refined So. So, und jetzt bräuchte ich eine Batterie. Battery. Tree-Tap. Tree-Tap. Leute, Tree-Tap. You
Alter, ich brauch den Scheiß nicht, ich brauch Redstone. Beeil dich mal ein bisschen. Kann doch keiner sich anschauen hier. Und dann bauen wir hier einen epischen Staircase hin. Damit wir da auch öfters mal wieder runter und hoch kommen. Alter, wir haben gleich die zweite voll. Give me some redstone, one little redstone. Give me some redstone. Das war meine Interpretation von einem Song, den es gar nicht gibt. Ach, ich Idiot. Eisen. Leute, das Ding ist voll. Das ist sogar geräumt. Alter, ich schwitze an den Ohren. Drei Stück, oder? Drei Stück? Zwei Stück? Lol. Warum zwei Stück? Ich hatte davor mehr raus. Hä? Achso, ich habe ja neun reingetan. Das war das Problem. Salabi. Ich hab noch ein bisschen Kopfhörer. Hi. Alter, das ist echt derb, wie viele Ressourcen ich jetzt habe, hey. Mach ich hier den Sammler. So, springen. Ja, fragt euch nicht, was das war. Ich werde es euch nicht erzählen. Weil ich so ein kleiner Sadist bin. Und hier noch auf dem Kram rumliegen habe, mit dem ich Scheiße machen kann. Du wirst doch wohl langsam zum Redstone runterkommen, hey. Dämliches. Fluch, Fluch, Mecker, Mecker, Fluch, Fluch, Mecker, Mecker, Fluch, Mecker, Fluch, Fluch, Mecker. Hat aber schon ganz schön viel ausgehöhlt, du. So. Okay, wir müssen gucken, dass wir ein paar Eier kriegen, weil Eier wird wahrscheinlich der Engpass sein. In dem ganzen System, schätze ich mal, wenn das mal anläuft. Weil wie? Nein, Chicken. So. Hast du ein Ei gelegt? Okay. Klar. Natürlich, warum nicht? Ich meine, warum solltest du keine Eier legen dürfen? Ist doch klar. Ich könnte so eine Eierfarm machen, wie Gronkh eine hat. Achso, das erinnert mich an meinen Oak-Woodinator. AKA Logger. Alter, du hast 28 Holz dabei, gib mir die raus. Du brauchst sie doch sowieso nicht. Das hast du noch ein Stack. Naja. Sag mal, wie viel Kohle ist da eigentlich drin in dem Vieh?